Ich habe schon länger nicht mehr über die Altcoins auf diesem Kanal gesprochen und heute legen wir direkt mal los. Ich habe zwei Altcoins dabei, die ich aktuell interessant finde und die auch sehr oft angefragt wurden. Einer ist ein Coin, den ich zu den sehr seriösen und Hochvolumen-Coins zählen würde und dann einer ist einer, der eigentlich als Shitcoin bezeichnet wird, der aber charttechnisch trotzdem sehr interessant aussieht. Ja. Da wird es jetzt wahrscheinlich Kontroverse geben, weil viele Leute werden auch zum ersten, ich kann es gleich mal nennen, das ist Solana, Ticker SOL, sagen, das ist ein Shitcoin, der ist mehrmals manipuliert worden und so weiter und dann eben ein reiner eigentlicher Shitcoin, der aber eben gerade auch durch Elon Musk sehr große Prominenz erfahren hat und das ist Dogecoin. Beide sind interessant, was ihr Potenzial angeht. Der eine hat nochmal deutlich mehr Potenzial, unserer Meinung nach. Wir schauen uns jetzt mal beides ganz genau an. Mittel- und längerfristige Perspektive bis zum Ende des Zykluses und sogar in einen nächsten Zyklus hinein. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute sprechen wir im Kryptobereich über die Altcoins. Ich blende gerade mal ein, unser Altcoin-Zeitplan. Wir analysieren die Altcoins ja auf regelmäßiger Basis und zwar aufgeteilt auf die unterschiedlichen Tage der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und immer zusätzlich und kostenlos dabei inkludiert sind Bitcoin und Ethereum. Das heißt also, wer sagt, okay, ich wähle das Altcoin-Paket bei der HKCM, der bekommt von uns jeden Tag BTC und ETH dazu. So, und wir schauen uns jetzt mal Werte an. Zum einen am Freitag veröffentlicht werden, SOL, der Ticker für Solana und dann Doge. Doge ist wiederum in der Videoanalyse dabei. Diese Titel sind ja zu verantworten bei unserem Analysten Das Phantom mit seinem Zweitkanal Phantom bei HKCM, blenden wir gerade mal ein. Und er macht dazu noch eine tägliche Videoanalyse, wo er auf jeden Titel einzeln eingeht. Das ist quasi für aktivere Trader, würde ich sagen, eine interessantere Sache. Vielleicht jetzt nicht für die langfristigen Investoren. Die Leute, die aktiv am Markt sind, wissen wollen, wo zieht man einen Stop nach, wo kauft man vielleicht eine Position nach oder aber wo trennt man sich auch von einer Position, die in den Gewinn gelaufen ist. Für den ist die Videoanalyse interessant und bei der Videoanalyse gibt es nochmal obendrauf Dogecoin und SLP mit dazu. So, und wir starten jetzt mal als allererstes mit Solana. Ich gehe mal auf die Chart-Historie ein. Was war hier unsere Spekulation? Wie stehen wir da aktuell? Solana ist insgesamt gesehen, was unsere Zielzonen angeht und damit auch unsere Trefferwahrscheinlichkeit, der Altcoin mit der höchsten Treffergenauigkeit. Warum? Weil wir dort in der Vergangenheit bis auf ein einziges Mal jede einzelne Zielzone korrekt abfangen konnten. Auch Short-Zielzone, Long, 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 Long. Meistens haben wir von der Long-Seite bespielt, also auf steigende Kurse. Und es gab aber auch mal, wie gesagt, in der Vergangenheit Situationen, wo wir den Kurs von der fallenden Seite aus bespielt haben. Das geht natürlich, wenn man ein Derivat nutzt, dann kann man nicht in den Spotmarkt reingehen, sondern geht in den Future-Markt. Man kann das zum einen mit einem Derivat handeln wie einem CFD oder man handelt direkt den Future und dort kann man auch auf steigende oder auf fallende Kurse setzen. So, wann lagen wir daneben? Das war genau hier. Damals, wir gingen davon aus, im März 2024, als wir auch das bisherige Allzeithoch erreicht haben bei 210 Dollar und 3 Cent, das ist das bisherige Allzeithoch am 18. März, dass der Markt hier reinkommt, seine Trendwende ausbaut und von dort aus direkt weitergeht. Das hat er nicht getan. Er hat zu einer ausgeweiteten Korrektur angesetzt. Wir hatten damals eine weitere Zielzone hinterlegt. Da hat es dann die Trendwende auch gebracht. Also das kann man sehen, vom Tief bis zum Hoch waren das ungefähr 57%. Wir haben dann gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich nochmal ein weiteres Tief erhalten innerhalb dieser Zone. Das wäre dann ein weiterer Kaufbereich. So, diese hatte bisher eine höhere Wahrscheinlichkeit. Diese haben wir jetzt heruntergefahren. Warum? Weil wir vom aktuellen Szenario davon ausgehen müssen. Ich rolle das mal ein bisschen auf in Elliott Wave Terminus. Bisheriges Hoch hier, der Welle 3 gesehen. Und jetzt in der Alternative, also sprich, wenn wir davon ausgehen müssten, dass die geringere Wahrscheinlichkeit eintrifft, dann müssten wir das so zählen, dass das eine Alternative, jetzt für das Alternativszenario, die A war, wie hier hochgekommen sind, die B. Und dann sollten wir nochmal in der C-Welle unter das Tief der A fallen. Und das ist ja hier bei 118,89 $, also quasi knapp 119 Dollar. So, das ist aber die Alternative und sie ist nur beziffert mit 25% Wahrscheinlichkeit. Höhere Wahrscheinlichkeit halber gehen wir davon aus, dass wir jetzt ein Szenario haben, wenn wir uns das intern anschauen, dass wir jetzt nochmal etwas runterkommen. Wir könnten nochmal in den Bereich von 150 Dollar kommen. Dort liegen dann auch zwei Unterstützungen, die wir einmal am 27. Juni und hier am 3. Juli ausgebaut haben. Und dann sieht man das auch nochmal hier. Das war immer wieder ein Unterstützungsbereich. Das wäre so ein Bereich, wo wir nochmal zurückkommen könnten. Wir würden erwarten, dass uns im Primärszenario der Kurs weiter nach oben trägt und sobald wir hier mal die 210 geknackt haben, wir dann logischerweise auch ein neues All-Time-High haben und dann sind wir natürlich wieder in einem Preisfindungsbereich und wir könnten
könnten dann, davon gehen wir aus, wenn dieser Bereich hier gebrochen wird, relativ schnell hier nach oben kommen und sogar Bereiche über $300 erreichen. Und das wäre dann der erste größere Bereich, von dem man sich überlegen könnte, mal Teilgewinne mitzunehmen. Ich kann da aber nicht für jeden sprechen, weil es gibt Leute, die haben vor einem halben Jahr gekauft, aber es gibt auch Leute, die sind schon Ewigkeiten dabei bei Solana, die sind vielleicht irgendwo hier unten, keine Ahnung, bei $7 oder bei 20 oder hier irgendwann in diesen ganzen Zielzonen, also Kaufbereichen, die wir damals gesetzt haben, es war auch 20, 50, 80. Für die ist es dann durchaus schon interessant, auch prozentual gesehen und was die Jahresfrist angeht, wenn sie im Spotmarkt gekauft haben, zwei komplett unterschiedliche steuerliche Betrachtungsweisen. Future Markt. Gewinne werden immer mit 25% besteuert, also egal wie hoch und egal wie lange die Position gehalten wurde. Beim Spotmarkt wiederum haben wir die sogenannte Jahresfrist und das FIFO-Verfahren, First In, First Out. Ich weiß, da werden wieder viele Kommentare reinkommen. Leute, einfach mal diese Suchmaschine Google benutzen, ja, und dort FIFO, F-I-F-O eingeben, das First In, First Out-Verfahren, um sich damit auseinanderzusetzen, wie Kryptos gerade im Spotmarkt versteuert werden. Unglaublich wichtig ist es für mich immer noch verwunderlich, dass viele Leute nicht wissen, wie das funktioniert. Ja, wenn ihr einen Berechner wollt, auch für eure Steuer und ihr wisst es nicht, wir blenden es unten mal ein. Wir nutzen Cointracking, das ist der älteste deutsche Anbieter, den es gibt. Das nutze ich selber als Aufarbeitung für meine Steuer, ist aber ein anderes Thema. Ihr könnt es aber gerne unten finden und euch da informieren. Die helfen euch auf jeden Fall, wenn es darum geht, eure Steuer korrekt auszufüllen. So, zurück zum Chart. Wir gehen erstmal davon aus, dass wenn wir den 5-Teiler, davon ausgehend, hier haben wir die 4 gemacht, wir kommen hoch in der 5, dann werden wir irgendwo im Bereich zwischen 300 und 350, das kann sich auch noch länger ausdehnen, ein Top ausbauen, dass man dann schon mal Teilgewinne, die schon ein Jahr und einen Tag gehalten worden sind, auch realisieren kann, um sich neue Liquidität rauszuholen, um dann im Anschluss, wenn wir hier eine größere Korrektur sehen, diese dann wieder zu kaufen mit frischem Kapital. Das ist eine Möglichkeit, darüber werden wir dann natürlich sprechen im Altcoin-Paket und hier neue Preisfindungsareale reinkommen, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Gehen wir jetzt mal auf das langfristige Bild, da haben wir jetzt einen Multizyklus-Chart, ich ziehe mal ein bisschen auseinander, das ist jetzt seit Anbeginn. Wir gehen davon aus, dass wir eben damals beim Low die magentafarbene 2 gemacht haben, dann hier in der 3 hochkommen. Wie gesagt, das Ganze kann sich auch noch total anders ausdehnen. Ich möchte das nur sagen, wenn wir sicher sind mit einer Sache, dann sage ich das natürlich gerne auch, aber es kann sich hier bei Solana noch mehrere deutlich bullischere Szenarien ergeben. Was ich also gerade gezeigt habe, ist eigentlich unser am wenigsten bullisches Szenario, damit das am wenigsten Moonboy-mäßige, das gigantische Preise ausruft. Es könnte ja aber theoretisch auch Folgendes sein, dass wir die 1 hier bereits fertig gemacht haben, die 2 hier beim Tief haben wir am 24. Juni ausgebaut und dass wir jetzt richtig hochdrehen, das würde bedeuten, wir könnten beispielsweise in diesem Zyklus schon Preise um die 600 bis $700 sehen. Das ist gar nicht mal so unglaublich viel von aktuellen Kursen. Da sprechen wir dann nochmal so von circa 300%, ja, je nachdem, wo wir da hinkommen. So, das ist eine Möglichkeit. Ich möchte das einfach nur mal gesagt haben. Jetzt werden Leute fragen, ist es denn theoretisch möglich, dass wir auch hier bereits schon Bereiche um die $1000 in diesem Zyklus erreichen? Ja, in einem Hyper-Bull-Case. Ich habe das ja schon für Ethereum mal gezeigt. Wenn wir das Hyper-Bull-Case bei Ethereum erreichen und natürlich beim Bitcoin auch und auch vom zeitlichen Aspekt noch Zeit haben, damit sich das entfaltet, dann könnte es auch sein, dass wir hier hochkommen. Das ist das Szenario, das ich nicht gerade mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erwarte, aber es ist durchaus möglich. Ich möchte es nur gesagt haben, wir werden das dann im weiteren Kursverlauf, wenn wir die Struktur sehen und sehen, ob es eine Impulsstruktur ist, dann können wir auch deutlich besser einschätzen, ob es hier noch deutlich höher hochgeht oder ob wir hier schon im Bereich um die $350 bis $400 das Ende diesen Zykluses für diesen Gesamtzyklus finden und dann erstmal wieder eine größere Korrektur reingehen. So, zum Thema Broker, wie handle ich das Ganze? Ich habe ja vorher gesagt Spotmarkt oder Futuremarkt, das ist wahrscheinlich schon bekannt. Der erste Partner, den die HKCM hat, überhaupt in 12 Jahren Firmenbestehen, ist Coinbase. Dort handeln wir selber auch. Coinbase ist unser Partner, dass es ganz klar ist. Wir sind mit denen zusammen. Die haben eine Kryptoverwahrungslizenz der BaFin, was für uns sehr wichtig ist. Wir sind selbst BaFin reguliert, also die Bundesaufsicht für Finanzen in Deutschland. Ich finde das sehr wichtig. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon bei Bitwavo mitbekommen, dass Leute ihre Konten schließen mussten beim niederländischen Broker, weil diese keine deutsche BaFin-Lizenz haben. Coinbase hat zum einen die Lizenz und sie haben in der Advance-Plattform, die ihr dort anfordern könnt, die Möglichkeit, Gebühren ab 0,15 zu bekommen, was wir auch noch sehr wichtig finden, dass wir hier TradingView-Charts nutzen können, denn die Charts, die ihr hier gerade bei uns seht, die wir selber nutzen, sind auch TradingView-Charts, das ist also Konkurrent dann und ihr könnt Future- und Spotmarkt handeln. Wenn ihr da Interesse daran habt, meldet euch gerne an, ihr kriegt noch einen Willkommensbonus. Alles unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr unseren Link zu
Coinbase. So, genug mit der Werbung. Wir nehmen uns jetzt den zweiten Coin vor und das ist Dogecoin. Dogecoin ist eine interessante Situation. Ich ziehe es mal hier zur Seite. Wir gucken uns als erstes mal den 4-Stunden-Chart an. Bei Doge hatten wir bisher an sich alle Zielzonen korrekt abgearbeitet, also Trendwendebereiche. Trendwende ist erfolgt. Kurs kommt rein, Trendwende dreht nach oben. Trendwende bedeutet immer von einem bärischen in einen bullischen oder von einem bullischen, also Aufwärtstrend, in einen bärischen Abwärtstrend. Und das sind die Bereiche, die wir mit der Edit-Wellen-Methodik sehr gut errechnen können. Das sind die Bereiche auch, in denen man einsteigen möchte. Ja, ich will genau da einsteigen, wo der Trend sich dreht. Also wenn der Kurs beispielsweise fällt, dann will ich genau in der Zielzone einsteigen, wo er gerade nach oben dreht, denn da habe ich das geringste Risiko, dass der Kurs deutlich weiter nach unten fällt. Wir lagen da bisher bis auf einmal jedes Mal richtig. Das war dieses Mal hier, wo wir falsch lagen. Das sieht man daran, dass der Docht unter die Zielzone durchgebrochen ist. Und da wir den Stop eben immer 1% unter der Zielzone setzen, man sieht, das waren hier 7,34%. Da sind wir ausgestoppt worden. In dem Falle haben wir Geld verloren. In den anderen konnte man jeweils gut Geld verdienen. So, dann hatten wir den hier nochmal. Man sieht, das Kurs geht rein. Bärische Bewegung steigt wieder. Bullische Bewegung, damit korrekt gewesen. Und jetzt ganz aktuell auch, das ist jetzt am 4. Juli gewesen, sind wir mit einem Docht reingekommen, haben die Zielzone abgegrast und seitdem schon ordentliche Anstiege vermelden können. In der Spitze hier, ja, was waren es? Knapp 54% nach oben. So, aktuell ist diese Zielzone ausgegraut. Was bedeutet eine ausgegraute? Was ist eine aktive? Dazu gehe ich nochmal kurz zurück auf den Solana-Chart. Ihr seht eine aktive Zielzone, die ist immer in einer Farbe gehalten, und zwar in der Farbe des Counts. Count ist die Zählung. Und ihr erkennt es auch daran, dass es aktiv ist, weil es an der Seite immer Fibonacci-Kennziffern hat, an denen ihr euch orientieren könnt, wo ihr den Einstieg findet und wenn ihr ausstoppt, wo ihr den Stop setzt. Da braucht ihr eine genaue Orientierung daran, deswegen sind die da dran. Ihr seht, bei den alten Zielzonen, die sind ausgegraut. Die hier ist immer noch in gelb gehalten. Warum? Weil das eine langfristigere Zielzone war. Die wird dann in der gelben Farbe gehalten. So, gehen wir zurück zu Dogecoin. Dogecoin ausgegraut bedeutet, wer hier einen Stop gesetzt hat, wer das also aktiv tradet, beispielsweise die Videoanalyse hier nutzt, der weiß dann, wir ziehen den Stop nach. Das wird dann in der Videoanalyse live gesagt und dann kann man, wenn man das möchte, genauso handeln, sich absichern, setzt es dann auf den Stop und sollte dann aktuell, wenn wir das mal schauen hier, wir sind ja aktuell ein bisschen zurückgekommen, sollte man mit der Position jetzt immer noch so circa 32% im Plus sein. So, wir gehen davon aus, dass wir diesen Bereich hier nicht mehr erreichen, dass wir uns jetzt hier in der Welle 3 befinden. Es könnte jetzt die Möglichkeit geben, dass wir noch ein bisschen zurückkommen. Dann sollten wir hier aber einen weiteren Verlaufsweg nehmen und irgendwann dann auch über die 22 Cent rüberkommen. Und auch dann haben wir ein Preisfindungsterritorium. Wir gehen davon aus, dass die Welle 3, bei der kommt im Anschluss noch eine Welle 4, nochmal eine Gegenbewegung, dann eine Welle 5, dass wir da schon im Bereich zwischen 35 und 40 Cent kommen sollten. Was ist interessant für mich selber bei Dogecoin? Ich halte eine kleinere Position bei Dogecoin. Ich halte eine deutlich größere Position bei Solana. Das möchte ich hier auch ganz transparent sagen. Ist das langfristige Potenzial. Was ist das langfristige Potenzial? Wenn wir uns das Ganze zyklisch hier anschauen, davon ausgehen, dass wir, um das ganze Szenario hier abzuschließen, die Welle 3 hier ausrollen würden, dann müssen wir davon ausgehen, dass mal das Mindestziel erreicht wird und das ist das 61,8er Fibonacci, der goldene Schnitt, und das liegt bei 1,25 $. Wenn wir uns das von aktuellen Kursen anschauen, ich muss mal ungefähr hier zeigen, wäre das Mindestziel, läge schon bei knapp 1000% nach oben entfernt, und wenn wir uns das Optimalziel anschauen, ist das 2,23,6er, dann sind wir schon bei 1322. Ich weiß, jetzt werden Leute wieder sagen, ach, was sind das für Ziele, die hier ausgerufen werden, das gibt es ja gar nicht, das ist viel zu hoch und so weiter. Immer bitte daran orientieren, was hatten wir in der Vergangenheit schon und was haben wir in der Vergangenheit gehabt, wenn wir uns nur anschauen, die Situation damals, Januar 2021 bis zum Hoch, also das bisherige All-Time-High, da sprechen wir nochmal von wie viel? Ach so, ja, über 100.000%. Und gerade eben habe ich was genannt? Über 1000%. Also bitte da immer, bloß weil man sich selber etwas nicht vorstellen kann, es aber in der Vergangenheit schon deutlich dramatischer angestiegen ist, dann bitte nicht davon ausgehen, dass es einfach nicht sein kann. Rein rechnerisch ist diese Bewegung, die hier hoch, die wir erwarten, weit, weit weniger prozentual, weil wir insgesamt schon mehr gestiegen sind, als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und es wäre nicht ungewöhnlich oder auszuschließen, dass wir das hier erreichen. Ich sehe die Wahrscheinlichkeiten, wenn wir noch einen ausgedehnten Altcoin-Season haben, für recht hoch an, dass wir zumindest das Mindestziel bei 1,25 $ erreichen könnten. So, ich hoffe, das Ganze war ein Mehrwert. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Handelswoche. Macht's gut. Danke.